Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Beten wir zum Anfang. Ja, Jesus, danke für diesen neuen Tag, den du uns schenkst. Danke, Herr, für die Nacht, in der du uns bewahrt hast. Danke, Herr, dass das ein neuer Tag jetzt ist, wo deine Liebe und deine Gnade sich erneuern über unserem Leben. Und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir es hören dürfen, dass wir lernen dürfen, dass wir dich besser kennenlernen dürfen, Herr. Und ich bete, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst, Herr, dass wir von dir hören und verändert werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir hatten am Wochenende, hat der Pastor ja viel über die Macht der Worte gesprochen, und da ist mir ein Vers immer wieder gekommen, und zwar steht der in Hebräer 4, Vers 2. Das dürft ihr mal öffnen. Hebräer 4, Vers 2 heißt es: Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das Wort nützte nichts. Das ist eigentlich nicht das, was wir so gelernt haben jetzt. Wir haben ja gelernt, die Worte haben Macht. Aber es gibt eine Einschränkung, denn es heißt, es nützte nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also wir können Worte hören, wir können die ganze Bibel lesen, wir können sie auswendig kennen, aber wenn dieses Wort sich nicht mit dem Glauben verbindet, dann nützt es mir nicht, heißt es da. Dann ist es wie eine Theologie, ein Wissen von Geschichten über Jesus, Fakten über die Bibel, was auch immer, aber dann hat es keinen Einfluss auf mein Leben, dann verändert es mich nicht oder verändert nicht mein Umfeld. Ich kann diese Bibelverse manchmal so runterrattern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man zum Beispiel Lieder schon lange kennt, dass man die einfach so singt und danach gar nicht mehr weiß, was man eigentlich gesungen hat. Dass diese Texte in Liedern manchmal so tief sind und ich sie einfach so nebenbei singe. Oder dass man gewohnt ist zu proklamieren, ne? Das ist Proklamation, das Wort Gottes zu proklamieren, ist was Gutes. Aber wenn es nicht mit meinem Glauben sich verbindet, wenn ich das, dann sind es wie so leere Worte, die ich rausspreche, weil ich denke, ich muss es tun und irgendwie muss es doch funktionieren, aber es funktioniert nicht. Und es kann daran hängen, dass mein Glaube gar nicht verbunden ist mit diesem Wort, dass ich gar nicht wirklich glaube, was dieses Wort sagt. In Johannes 6, Vers 66 lesen wir, dass viele Menschen Jesus verlassen haben. Und zwar heißt es da: Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also Jesus hatte ja die 12, die Apostel, aber er hatte viele Jünger. Er hatte viele Menschen, die ihm gefolgt sind. Die haben ein Wunder nach dem anderen gesehen. Die haben seine Worte gehört. Die waren alle erstaunt. Die haben gesehen, was für eine Macht er hat. Aber nicht alle sind dabei geblieben oder nicht alle haben echten Glauben gehabt, sondern sind zurückgegangen. Wir lesen in den Versen davor, dass Jesus darüber spricht, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen. Das sind krasse Worte, die man, wenn man sie mit dem Verstand nur hört, ablehnen würde, wo man sagt, nö, das ist mir zu krass. Und das war bestimmt auch der Grund für viele Menschen zu sagen, okay, das geht mir zu weit, das ist nicht mehr mein Weg. Wenn wir es eben nicht mit dem Herzen verstehen, wenn wir nicht verstehen, was er eigentlich sagen wollte. Und in Vers 67 heißt es dann: Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Du hast Worte ewigen Lebens. Er hat erkannt, dass Jesus Worte spricht, die nicht nur irgendwie weise sind, ja, also die Schriftgelehrten waren ja auch erstaunt, mit welcher Weisheit Jesus gesprochen hat, sondern es waren Worte ewigen Lebens. Die Worte, die Jesus spricht, die Worte, die wir in der Bibel lesen, sind Worte des ewigen Lebens. Aber wenn ich diese Worte nur höre und nicht glaube, dann nützen sie mir nichts. Aber in Vers 69 heißt es dann: Und wir haben geglaubt. Also Simon Petrus spricht das aus, was für die Gläubigen gilt. Er hat die Worte des ewigen Lebens gehört und er hat geglaubt. Und wenn Wort und Glaube zusammenkommen, dann bringt es was, dann bringt es Frucht. Wenn wir, ihr kennt wahrscheinlich das Gleichnis von dem vierfältigen Ackerboden, von dem Sämann, das steht in Matthäus Kapitel 13. Da geht ein Sämann und sät Samen, und je nachdem, auf welchen Boden dieser Samen fällt, bringt er Frucht oder auch nicht. Und ab Vers 18 erklärt Jesus dieses Gleichnis. Da heißt es: Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann.
So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. Vers 23, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Also, man könnte jetzt sagen, ja, das Wort ist doch gesät. Sie haben doch gehört. Alle haben doch das Wort gehört. Wir leben hier in Deutschland. Es gibt hier niemanden, der noch nie von Jesus gehört hat. Das können wir nicht sagen. Wir können nicht sagen, ich habe noch nie gehört. Wir haben gehört und doch gibt es so wenige, die glauben. Und hier nennt Jesus ein paar Gründe, warum kein Glaube entsteht, obwohl das Wort gehört wurde. Das kann sein, dass der Böse das wegnimmt. Da war eine erste Begeisterung da, irgendwie war das toll zu hören, aber der Böse nimmt es einfach wieder weg. Oder wenn Bedrängnis kommt oder Verfolgung, weil du glaubst. Manche halten dem nicht stand und verlassen den Glauben. Oder es heißt, die Sorgen der Zeit, das kennen wir doch alle, oder? Dass Sorgen so schnell in unser Herz reinkommen und den Glauben verdrängen. Aber das soll nicht so sein. Leider ist es so, das sind die, wo unter die Dornen gesät ist. Die Dornen ersticken das Wort. Die Sorgen, die wir haben in unserem Leben, ersticken Gottes Wort. Und dann können wir keine Frucht bringen, dann können wir auch keinen Glauben entwickeln. Wer Sorge hat, kann keinen Glauben haben. Das sind so Gegenspieler. Aber wenn wir gute Erde haben, dann kann das Wort gehört werden, verstanden werden und Frucht bringen. Und so wollen wir doch sein. Wir wollen doch einen guten Herzensboden haben, dass das Wort, das wir hören, dass es sich mit Glauben verbindet und dass es dann auch die Frucht bringt. Aber nicht alle glauben. In Römer 10, Vers 16 heißt es, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Wenn wir kein Wort haben, können wir auch nicht glauben. Ja, also es braucht beides, es braucht das Wort und es braucht den Glauben. In Vers 13 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und dann Vers 14, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Also wenn man das von hinten aufrollt, dann fängt es an mit, dass jemand gesandt werden muss. Jesus wurde gesandt, auch heute werden noch Menschen gesandt, zu predigen. Dann wird das Wort gepredigt. Dann muss es gehört werden. Der nächste Schritt nach dem Hören ist aber der Glaube. Das, was wir hören, das, was gepredigt wird, sollen wir glauben. Und wenn wir es glauben, können wir den anrufen, der uns rettet. Ohne Glauben können wir gar nicht errettet sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, ich will ja glauben, aber ich kann nicht. Oder vielleicht geht es dir wie in diesem Gleichnis, die Sorgen oder die Bedrängnisse oder der Böse hat es weggenommen. Wie kommt Glaube? In Vers 17 heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Lies das Wort, hör dir Predigten an und nimm es mit deinem Herzen auf. Nicht nur mit dem Verstand, dass man abhakt und sagt, okay, habe ich gelesen, mein Bibelleseplan ist erledigt oder kenne ich schon, nächstes, sondern glaube und empfange das Wort mit Glauben. Und wir dürfen beten, so wie die Jünger in Lukas 17, Vers 5 gebetet haben, mehre uns den Glauben. Jünger haben auch gesagt, wir haben einen kleinen Glauben. Aber Jesus sagt, wenn er so klein ist wie ein Senfkorn, kann er Berge bewegen. Und das dürfen wir auch beten. Wir dürfen beten, dass Gott unseren Glauben mehrt. Wir haben schon einen Glauben, sonst wären wir nicht hier, sonst würden wir nicht Predigten anhören. Wir haben schon einen Glauben, in dem wir uns schon bekehrt haben. Manchmal fehlt uns dann halt der Glaube für die konkreten Sachen in unserem Leben. Aber der Glaube ist da und durch die Verkündigung kommt der Glaube. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, dass dein Wort wahr ist. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückgeht. Du sagst auch, dass es
nicht leer zurückgeht, sondern dass es das tut, wozu du es sendest. Und ich danke dir, Vater, für dein Wort. So wie der Petrus gesagt hat, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt. Herr, wir glauben an diese Worte des ewigen Lebens. Und ich bete, dass du in unseren Herzen diesen Glauben neu erwächst und neu entfachst und ja, wachsen lässt, Herr, dass wir wirklich, wenn wir dein Wort hören, dass es sich mit Glauben verbinden kann und dass es Frucht tragen wird in unserem Leben, Herr. Und das beten wir auch für den heutigen Tag, Herr, dass du uns immer wieder erinnerst an dein Wort, dass wir, wenn wir in Situationen kommen, wo wir nicht wissen, was zu tun ist, dass dein Wort uns leitet und dass es uns Leben bringen wird und Früchte tragen wird. In Jesu Namen. Amen. Amen.